willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch meine Currently Readings vorstellen. Also bleibt dran und habt viel Spaß. Das erste Buch, was ich gerade lese, ist Red Rising von Pierce Brown. Wir befinden uns hier in einer sehr harten, in einer sehr rauen Welt auf dem Mars. Und alles findet am Anfang zunächst unterirdisch statt, denn der Mars ist noch nicht erschlossen. Und die Menschen, die als Kolonisten darauf leben, beziehungsweise unter der Oberfläche leben, arbeiten hart daran, diesen Planeten zu erschließen. Die Welt da unten ist anders gegliedert. Wir haben es hier mit den Clans zu tun. Wir haben den Gamma-Clan, wir haben den Lambda-Clan. Es werden auch noch andere Clans genannt. Ebenso werden die Menschen in Farben eingeteilt. Also wir haben die roten, wir haben die goldenen, es wird auch von den obsidianfarbenen, von den kupferfarbenen gesprochen, von den grauen. Was mich auch sehr fasziniert, wobei ich noch nicht ganz durchblicke, also ich weiß, dass die goldenen sozusagen die Herrscher sind der Weltengemeinschaft und die grauen so ein bisschen durchgreifen bzw. überwachen und bestrafen. Verstöße hart bestrafen. Insgesamt zeichnet sich die Welt durch einen sehr harten und sehr rauen Ton aus. Ja, es ist auch ein bisschen beklemmend und bedrückend, wenn man gleich am Anfang mitbekommt, was dort läuft und auf welche Art und Weise die Menschen so behandelt werden, auf Kurs gehalten werden. Und ja, wir begleiten hier Darrow, was mich sehr, sehr überrascht hat. Darrow ist erst 16 Jahre alt. Wenn ich mir aber den Klappentext durchlese, dann entsteht bei mir direkt ein Bild von einem erwachsenen Mann. Er spricht auch sehr, sehr erwachsen. Von seiner Jugend und seiner Kindlichkeit, beziehungsweise dass seine Kindheit noch nicht so weit zurückliegt, merkt man eigentlich nichts, dass er noch sehr jung ist, jugendlich ist. Das merkt man schon, weil er sehr aufbrausend ist. Er hat, ganz am Anfang merkt man, dass er noch den Glauben daran hat, dass es einen Sinn hat, was sie da machen. Und ja, es ist unfassbar spannend bisher. Es ist auch schon einiges passiert in diesen 83 Seiten, was einen kurz schlucken lässt. Besonders auch die Bestrafungen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und und ich finde es auch faszinierend, was er macht. Er ist Höllentaucher und für seinen Clan, also auch der Einzige, der das tut, weil er sehr, sehr flink mit seinen Händen ist und er bohrt. Er bohrt weit in die Tiefe und es ist Wahnsinn, bei was man ihm hier schon begleiten kann. Also die Atmosphäre ist bedrückend, aber dennoch nicht so, dass man es gleich wieder zuschlagen möchte, weil man schwere Gedanken bekommt, traurige Gedanken bekommt und es einen erschlägt. Denn es besonders Io, Darrows Frau, es ist so süß, aber auch so stark. Also sie wird sehr zart beschrieben, sehr liebenswürdig, wunderschön. Und als sie dann tatsächlich richtig in einen Dialog verfällt und sich mit Darrow unterhält, merkt man aber, wie viel Kraft und Stärke sie dann hat und das zeigt sie dann auch. Und Wahnsinn. Bisher richtig gutes Buch. Ich freue mich darauf, weiterzulesen. Ja, ein weiteres Buch, das ich gerade lese, auch als größeres Projekt lese, weil ich es noch aus dem letzten Monat mit hineingenommen habe, ist Game of Thrones, und zwar Unser ist der Zorn. Hier bin ich doch schon ziemlich fortgeschritten, eben weil ich schon mehrere Monate daran lese, also jetzt seit einem Monat, und bin auch schon auf Seite 590. Und an guten Tagen schaffe ich auch ein sehr, sehr großes Stück. Habe mir auch schon sehr, sehr schöne oder spannende, witzige Textstellen markiert. Ja, Game of Thrones und ich, das ist nicht ganz einfache Beziehung, denn als Game of Thrones damals so wirklich der Erfolg zu uns überschwappte und die Serie dann so richtig an Auftrieb gewann, habe ich mir auch die erste Staffel angesehen mit einer Freundin, denn
gegen gute Fantasy habe ich überhaupt nichts. Und ja, ich gehörte zu den Personen, die noch naiverweise davon ausgingen, dass eine der Hauptpersonen oder eine der zentralen Figuren aus der ersten Staffel ja, gute Chancen hat auf den Thron oder zumindest die erste Staffel überlebt. Und ich war einfach baff. Wenn ich eine Figur mag und diese stirbt, ich hatte dann auch einfach die Erwartungen, die Personen, die zentral eine Rolle spielen und gut sind, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber was soll ich sagen? Ich war naiv. Ich weiß jetzt, wie die Serie läuft, wie die Autoren das ja, geplant haben. Und ich wurde dann klüger, als ich die Serie vor 2 Jahren dann fortsetzte. Ich hatte eine ganz lange Pause darin, also wirklich 5 Jahre, fast 5 Jahre, in der es mich überhaupt nicht gejuckt hat, was passiert. Aber irgendwann kommt die Neugier doch, weil die langanhaltende Beliebtheit der Serie einfach irgendwie erklärt werden musste. Und ja, dann habe ich es nochmal gewagt. Haben wir dann zusammen mit Freunden die Serie geschaut, als die 7. Staffel rauskam, genau. Und dann war ich irgendwie Feuer und Flamme dafür. Ich musste dann auch natürlich jetzt, nachdem diese tollen Bände herausgekommen sind, mit den Büchern weitermachen. Und ja, jetzt bin ich schon bei Band 2, also Staffel 2. Und ich finde es grandios geschrieben. Also der Schreibstil von George R. R. Martin ist einfach, aber doch aussagekräftig und sehr, sehr spannend. Also mit wenigen Sätzen hat er mich. Einfach. Egal was passiert, er hat mich dann. Und der nächste große Pluspunkt sind einfach die Figuren, die Charaktere. Und da muss ich nicht viel sagen. Wenn ich Tyrion sage, dann ja, weiß jeder, was hier so toll an ihm ist. Besonders hier im 2. Band zu Beginn, als er dann in Königsmund ist und, ja, und dann loslegt. Wahnsinn. Ich möchte nicht zu viel sagen, weil ich auch eben nicht weiß, ob ihr die Serie gesehen habt, ob ihr vielleicht schon die Bücher gelesen habt. Aber ich bin weiterhin am Start und lese mir die Bücher durch zur Ergänzung zur Serie, als Ergänzung zur Serie. Und es kann nur großartig werden. Letztes Currently Reading ist Hope Again von Mona Kasten. Es ist ja noch nicht lange raus. Also ich glaube, am Montag der letzten Woche, am 27. irgendwie so in die Richtung, ist es erst erschienen. Und ja, ich habe es mir als E-Book besorgt, einfach auch um meinem Regal ein bisschen Entlastung zu besorgen. Und ja, bisher ganz, ganz toll. Ich mag Mona Kastens Schreibstil. Seit Band 1 ist auch mein Liebling, Begin Again, weil es auch mich mit dieser New Adult, Young Adult, mit diesem Genre in Berührung gebracht hat und ich dann tatsächlich mehr in diesem Genre gelesen habe als nur Fantasy. Und ja, ich habe auch Save You, Save Me, Save Us, falsche Reihenfolge, aber diese Bücher meine ich gelesen. Nach Band 1 war es überhaupt nicht mehr meins. Aber das liegt auch einfach daran, wenn ich einen der Hauptprotagonisten überhaupt nicht auskann. Das war in diesem Fall James Beaufort. Ja, dann kann ich mich da nicht fallen lassen. Ich kann die Entscheidungen dann nicht mehr nachvollziehen. Ich bin dann komplett raus. Ich sehe das dann auch alles viel kritischer. Wenn ich Protagonisten mag, dann bin ich grundsätzlich viel, viel offener gegenüber auch Entwicklungen, die vielleicht nicht so nahe liegen. Aber bei Save You ging es dann wirklich los, dass ich alles ja, mit rollenden Augen verfolgt habe und dachte, oh oh. Aber die Again-Reihe ist on top. Band 1, mein Liebling, Caden, großartig. Und auch hier sind es Everly Penn und Nolan Gates. Und ja, ich bin doch schon sehr fortgeschritten, also ich bin fast bei der Hälfte, zumindest was die Prozentzahl hier im Reader ansagt. Und die Einblicke in die Schreibwerkstatt finde ich großartig. Ich dachte zuerst, das wird nur so nebenbei erwähnt oder
Wir begleiten den Unterricht nur in diesen starken Szenen, in denen Everly und Nolan sich anschauen, Everly ihre Gedanken zu Nolans Aussehen äußert oder wie er sich bewegt oder etc. Aber wir haben hier auch tatsächlich, bekommen wir mit, wie er die Schreibaufgaben verteilt und ja, das macht einfach Spaß. Auch sein Umgang und das hat mich doch ein bisschen überrascht, deshalb habe ich mir vielleicht auch nur das E-Book besorgt, weil ich auch Angst hatte, dass diese Studenten-Dozenten-Beziehung nicht meins ist, ebenso wie Lehrer-Schüler-Beziehung. Also ich werde wahrscheinlich nie Brittany C. Sherrys Verliebt in Mr. Daniels lesen, weil mir das einfach... Nee. Aber hier hat es Mona so gut gemacht. Man hat gar nicht das Gefühl, dass Nolan so ein krasser Dozent ist. Er ist auch nicht viel älter und ja, er kommt einem wie ein Freund vor, wie jemand, mit dem man sich gerne austauscht. Und es ist auch nur eine Schreibwerkstatt. Es ist jetzt kein sehr, sehr wichtiges Unifach. Und vor ihm sitzen nicht 600 Studenten, sondern es ist doch sehr klein gehalten und es macht einfach Spaß, ihm zu folgen. Ja, auch Everly ist super sympathisch. Sie hat eine sehr, sehr unromantische Sicht auf die Dinge und das ist doch mal erfrischend. Und ja, bisher, ich freue mich, es dann vielleicht die Tage zu Ende zu lesen und erzähle dann mehr in meinem Lesemonat. Schon wieder mit meinem Currently Reading. Es sind 3 Bücher geworden, beziehungsweise aktuell 3 Bücher. Ihr könnt mir ja mal verraten, ob ihr mehrere Bücher gleichzeitig lesen könnt oder ob ihr euch wirklich nur auf ein Buch konzentriert und ja, euch nur auf dieses Buch fallen lasst und dann das nächste anfangen. Ich werde mich hier weiter durchkämpfen, beziehungsweise viel Spaß beim Lesen haben und ich erzähle euch dann wahrscheinlich mehr im Lesemonat.